Aufgepasst, mein Reseller, was geht? Rede hier von Reselling mit Kopf. Freue ich total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Video. Und heute wird es ein etwas längeres Video werden, beziehungsweise sehr, sehr viel Input. Als erster zeige ich euch das Set 21322. Habe ich jetzt aufgebaut, beziehungsweise mein Vater hat es aufgebaut, weil ich keine Zeit habe, weil ich für den Member-Bereich das machen muss. Er hat dann alles aufgebaut für mich. Ist jetzt hier fertig, einfach für euch, damit ihr es nachher kurz begutachten könnt. Ich zeige euch ein paar Aufnahmen, richtig detailgetreu, richtig cooles Set. Auch die Minifiguren zeige ich euch dann gleich. Zu den Minifiguren gibt es aktuell noch keine Verkaufspreise auf eBay. Ganz klar, das Set ist bei den meisten gerade erst angekommen. Manche oder die meisten nehmen es als Buy and Hold, verkaufen die Minifiguren natürlich nicht. Und deswegen gibt es dort noch keine Preise. Auch auf Bricklink gibt es die eine oder andere zu finden, deswegen wird es da mal einen Blogbeitrag dazu geben, wo ich die Minifiguren einzeln noch behandle. Ich zeige es euch jetzt dann trotzdem gleich. Das Schiff zeige ich euch gleich und im Anschluss gibt es dann noch alle Lego Ideas Set in der Animation, wann die rausgekommen sind, wie viel die gekostet haben, wie viel die jetzt kosten, plus Wertsteigerung. Das ist ein enorm aufwendiges Video, aber ich habe mir gesagt, okay, das Schiff passt zu den Ideas Sets, ist das 30. Hier ist die riesengroße Verpackung, wie ihr sehen könnt. Auf jeden Fall aufheben, wenn ihr es aufbaut. Unbedingt vorsichtig aufmachen, weil so eine Verpackung, ihr glaubt mir gar nicht, dass eine Kaffeekorner-Verpackung jetzt wert wäre, wenn die in dem Zustand ist. Da bekommst du ein paar, also 100 Euro mindestens nur für die Verpackung. Also ganz, ganz wichtig, dass man die schön aufmacht, vorsichtig, auch wenn man es aufbaut und die irgendwo hinstellt, auch wenn sie Platz braucht, die kann noch was wert werden. Also nur so als kleiner Tipp am Rande, genauso wie die Bedienungsanleitung. Auch schön behandeln, aufheben, wie so ein richtig dickes Teil, falls ihr das, die Bedienungsanleitung natürlich, die Aufbauanleitung, richtig dickes Ding. Und ja, wie gesagt, die Minifiguren habe ich hier, das Schiff habe ich hier stehen, ein Teil seht ihr ja schon, ist ein riesengroßes Teil, richtig cool. Und jetzt im Anschluss gibt es dann halt, wie gesagt, die 30 Lego Ideas Sets, die halt rausgekommen sind seit dem Jahr, ich glaube 2010 ist das erste rausgekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ihr werdet es dann gleich sehen. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zu einem Schiff, zu den Details, wie es aussieht. Und ja, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Video. Schaut es bis zum Ende, wie gesagt. So, meine Freunde, hier haben wir das gute Ding. Sieht einfach enorm nice aus, enorm farbenfroh, meiner Meinung nach. Richtig, richtig cool. Hier da vorne noch der Hai mit dem kleinen Boot. Und jetzt schauen wir uns alles mal ganz kurz ein bisschen an, damit ihr sehen könnt, wie das Ding aufgebaut aussieht. Circa Aufbauzeit 8 Stunden. Und ja, wie gesagt, hier gehen wir jetzt mal zu den Minifiguren. Wie ihr sehen könnt, sind hier die Minifiguren. Ich hoffe, die Kamera fokussiert gut. Sehen alle richtig, richtig cool aus. Eine kleine ist dabei, zwei Frauen und der Typ hier hat so eine Karte in der Hand. Der könnte noch ein bisschen was wert werden, weil die Karte ist, glaube ich, exklusiv. Also das Teil gibt es halt nur einmal. Mann, der Captain sieht auch richtig nice aus. Grundsätzlich, die Detailarbeit muss man sich mal hier anschauen, wie heftig das Ganze ist. Ich ziehe das jetzt mal ein bisschen auseinander und ich hoffe, die Beleuchtung stimmt so halbwegs. Einen Moment. Wenn man jetzt hier hinten reinschaut, wie das alles gemacht wurde, sehr, sehr viel Kleinteile, sehr, sehr viel Einzelteile, hier mit einer Küche, hier unten, was haben wir hier, ja, so ein kleines Bootshaus, dann, wenn wir jetzt uns dieses Teil mal anschauen, ich hoffe, dass ich hier nichts kaputt mache, weil das kommt dann in mein Streaming-Regal rein, ui, da ist schon passiert, allein die Blätter sind schon richtig cool montiert, falls ihr das sehen könnt, also das gehört jetzt wieder hier rauf, aber nicht so schlimm. Wenn man hier hinten reinfilmt, ist direkt so eine Kajüte und extrem, extrem viel Detailarbeit, detailreich und richtig viel Liebe steckt auch da drin. Der das konstruiert hat, hat einfach perfekte Arbeit meiner Meinung nach geleistet, auch hier oben. Hier gibt es dann noch einen Anker, habe ich gesehen, wo haben wir den? Genau, der ist bei dem hier dabei. Ich drehe das nochmal kurz. Hier der Anker, das kann man dann hier oben einfach wieder aufdrehen. Richtig cool gemacht, das Ganze meiner Meinung nach. Sieht extrem gut aus. Gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das Set findet. Dann gehört das einfach so zusammengesteckt. Und dann hat man wieder hier das ganze Set. Sieht einfach extrem, extrem heftig aus, meiner Meinung nach. Richtig das coole Teil. Und mein Streaming-Regal, das hinter mir ist, freut sich darüber, denke ich mal. Ihr könnt das Ding immer begutachten. Ja, für 200 Euro haben wir es gekauft. Was würde ich euch raten? Zurzeit gibt es eine Osteraktion. Da kann man definitiv zuschlagen, weil man bekommt nämlich das Osterei plus ein Polybag. Da kann man den Preis drücken. Ansonsten kauft das unter UVP, falls es noch verfügbar ist. Gerade ist es ja nur noch auf Nachbestellung.
Weil das Set hat sehr, sehr viele Anhänger gefunden, meiner Meinung nach, was einfach richtig cool ist. Meiner Meinung nach das schönste IDS-Set, will ich fast sagen. Ja, ich glaube, also ich finde diese Turnrakete nicht so schön. Allein wenn man sich den Karton jetzt nochmal kurz anschaut. Richtig, richtig heftiges Ding. Ich feiere es, wie gesagt, ich feiere es total. Die Community feiert es auch. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Und jetzt kommen wir zu den 30, zu den 30 Lego IDs Sets, die es gegeben hat. Das ist ja die Nummer 30. Steht auch hier unten. Einen Moment, ich zeige es euch noch ganz kurz. Hier die Nummer 30. Fokussiere kurz. Jo. Und die werden wir jetzt alle durchgehen und uns die Wertsteigerung ansehen. Und wie gesagt, da ist auch ein Muster abzuleiten. Und ja, schaut es euch weiter an, das Video, meine Freunde. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Und ich hoffe, das kleine Review von dem Ding hat euch gefallen. Ich filme es nochmal ganz kurz drauf, damit ihr alles nochmal schön sehen könnt. Richtig, richtig cooles Ding. So, meine Freunde, fangen wir direkt an mit dem ersten Set, nämlich das 21100. Hieß Shinkai 6500 Submarine. Kam 2010 raus, exklusiv für Japan, hatte 412 Teile, kostete 4600 Yen, das sind 39 Euro. Und ja, jetzt ist der Preis zwischen 480 und 500 Euro mit der Originalverpackung natürlich im super Zustand, ungefähr das Zwölffache, was richtig, richtig heftig ist, erklärt sich, weil es halt nur exklusiv in Japan verfügbar war. Das zweite Set, das wir haben, heißt Minecraft Micro World The Forest. Kam 2012, am 6.2012 raus, hat die Setnummer 21102, 480 Teile und kostet 34,99. Jetzt bekommt man das bei eBay neu OVP für 64 Euro. Das bedeutet, ja, maximal verdoppelt. Schlechte Wertsteigerung für das, dass es 8 Jahre auf dem Markt ist. Das wäre ein Flop gewesen. Dann das nächste Set habe ich mir auch zugelegt, jetzt erst vor kurzem. 21101 Hayabusa ist so eine Raumsonde. Glaube ich zumindest, dass es eine Raumsonde ist. Ist am 7.2012 rausgekommen, hat 369 Teile, kostete damals 40 Euro, jetzt bei eBay zwischen 180 und 220 Euro, also ungefähr die vierfache Wertsteigerung. Meiner Meinung nach kann sich das sehen lassen. Dann das nächste Set ist 21103. The Time Machine ist so ein Auto. 2013 rausgekommen, am 8.2013 um genau zu sein. Hat 401 Teile, 39,99 war die UVP. Und jetzt circa zwischen 150 und 160 Euro, das bedeutet ungefähr, ja, fast vervierfacht, auch okay meiner Meinung nach. Dann, jetzt kommen wir zu einem Set, was auch cool ist, was ich mir wahrscheinlich auch zulegen werde. Ihr habt schon gesehen, die Raumsonde, die Hayabusa, ich glaube, wie gesagt, dass es eine Sonde ist, hat sich vervierfacht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Raum, sozusagen Set, der NASA Mars Science Rover sozusagen, das ist so ein Mars-Rover, der einfach auf dem Mars platziert wird. Ihr wisst natürlich, wie so ein Teil aussieht. Ich blende es, wie gesagt, auch jedes Mal ein. Der kam am 12.2013 raus, hatte 295 Teile nur, kostete 30 Euro, also UVP 30 auch top. Aber was hier besonders ist, der hat sich auch verzehnfacht. Also zwischen 250 und 300 Euro muss man jetzt hinlegen für das Teil. Also die Raum Sets kommen sehr, sehr gut an und da zeichnet sich, wie gesagt, in der weiteren Liste auch noch mehr ab. Also ihr werdet sehen, dass alle Raumsets richtig, richtig gut gestiegen sind, fast alle. Dann kommen wir zum Set Nummer 6, die 21108 Ghostbuster Ecto. Kam raus am 6.2014, hatte 508 Teile zu 50 Euro UVP, kostet jetzt ca. 80 Euro. Also das war auch wieder ein Reinfall, wenn man auf die Wertsteigerung aus war. Dann das nächste Set, 21110, war so ein Research Institute, kam raus am 8.2014, 165 Teile, 1999, hat sich auch nur verdoppelt, also in Anführungszeichen nur verdoppelt, wie gesagt, für 6 Jahre eine Verdopplung, naja, nicht so berauschend. Dann, nächstes Set, 21109, die Exosuit, kam raus am 9.2014, 321 Teile, kostete 34,99 und kostet jetzt ungefähr 40 Euro. Also das war bis jetzt der größte Reinfall. Dann 21301, Birds hieß das Set, das sind so Vögel auf so Halterungen einfach. Kam raus am 1.2015 zu einem UVP von 49,99, jetzt circa zwischen 80 und 100 Euro, also ein bisschen mehr wie verdoppelt in 5 Jahren. Ja, was soll man dazu sagen? Dann das nächste Set ist das 21302, der Big Bang Theory.
kam raus am 8.2015 mit 484 Teilen, UVP 59,99, jetzt 140 bis 150 Euro, also ungefähr um 250% gestiegen, was sich meiner Meinung nach sehen lassen kann, auch der Grund, weil die Big Bang Theory richtig gehypt war. Ich denke, vor 3 Jahren hätte man da sogar noch mehr dafür bekommen wie jetzt. Kommen wir zum Set Nummer 11, nämlich Wall-E, kam raus am 9.2015 mit 677 Teile, UVP ungefähr 50 Euro, eigentlich 49,99, und ist jetzt zwischen 180 und 200 Euro wert. Also da kann man sagen, okay, gute Wertsteigerung, 5 Jahre vervierfacht, ist top. Also wie gesagt, sehr, sehr gute Wertsteigerung. Dann zum Set Nummer 12, 21304, Doctor Who, kam raus am 12.2015, 623 Teile, 59,99, jetzt circa 100 Euro wert. Also nicht mal verdoppelt. Wie gesagt, das wäre eine nicht so gute Investition gewesen. Dann 21305, Matze, ist ein Spiel, so ein Brettspiel, glaube ich. Keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht, kam am 4.2016 raus, 769 Teile, UVP hat es 69,99, jetzt 120 Euro, auch nicht mal verdoppelt. Dann Nummer 16, 21307 ist ein Caterham 7, 620R, kam raus am 10.2016, 771 Teile, kostete 79,99 UVP, jetzt wird er ca. 420 auf eBay verkauft. Dann haben wir Nummer 15, war der Beatles Yellow Submarine, da gibt es ja auch ein Lied dazu, richtig nice, kam am 11.2016 raus, hatte 553 Teile, UVP 59,99, jetzt wird es ca. 400 Euro verkauft, was mich ein bisschen wundert eigentlich, also ich dachte da, wegen den Beatles eine bessere Wertsteigerung, aber wie gesagt, ungefähr 100 Euro jetzt auf eBay. Dann kommen wir zu Set Nummer 16, ein extremer Flop, 21308 Adventure Time heißt das Ganze, sind so Minifiguren, wie gesagt, das seht ihr eh am Bild, kam raus am 1.2017, hatte 495 Teile, UVP 50, jetzt wird es um 30 Euro bei eBay verkauft, das bedeutet, innerhalb von 3 Jahren hat das Ding fast um die Hälfte abgeleert, heftiges, ja, ich finde auch das Set richtig hässlich, meiner Meinung nach, hat man ein paar so Figuren drin, das kann man total vergessen, wie gesagt. So, kommen wir zum Set Nummer 17, 21309, die NASA Apollo Saturn V, kam raus am 6.2017, hatte 1969 Teile, da haben sie sich was gedacht dabei, und kostete UVP 119,99, ist jetzt auf eBay bereits, also ist ja das kurz End of Life, das wisst ihr natürlich, 160 bis 180 Euro wert, könnt ihr selbst nachsehen. Richtig, richtig gute Wertsteigerung für das, dass sie gerade End of Life gegangen ist und wir sie um 70 Euro abstauben konnten, um 79 eigentlich beim Black Friday, richtig cool, wie gesagt, die Leute, die da dabei waren, haben halt hier eine enorme Wertsteigerung. Dann 21310 Old Fishing Store, kam raus am 9.2017 mit 2049 Teilen, 149,99 UVP, jetzt 250 bis 300, auch enorm gut gestiegen das Ding, also richtig, richtig heftige Wertsteigerung. Jetzt bei den anderen Artikeln, die sind erst vor wenigen Monaten sozusagen End of Life gegangen. Natürlich ist da die Wertsteigerung nicht ganz so hoch. Das müsst ihr natürlich jetzt berücksichtigen. 21312 Woman of NASA kam raus am 11.2017 mit 231 Teilen, UVP 24,99, ein extrem günstiges Set. Jetzt ungefähr 30 Euro auf eBay wert, auch immerhin schon 6 Euro gestiegen. Bei einem Preis von 24,99 kann sich das meiner Meinung nach trotzdem sehen lassen. Dann 21313 Chip in a Bottle, kam raus am 2.2018 mit 962 Teilen, 69,99 war die UVP, kostet jetzt 80 Euro. Ist die, wie gesagt, erst vor kurzem End of Life gegangen, gibt es in manchen Stores sogar noch lagernd. Also Restbestände natürlich. Bei Lego gibt es natürlich nicht mehr. Dann Nummer 21 ist 21314 Tron Legacy, kam raus am 4.2018 mit 230 Teilen, 34,99 UVP, jetzt ungefähr 39 Euro bei eBay wert, also noch keine große Wertsteigerung, weil es wie gesagt erst vor kurzem vom Markt gegangen ist. Dann 21311 der Voltron, kam raus am 8.2018 mit 2321 Teilen, 179,99, und bei eBay bekommt man jetzt den Voltron auch noch immer für die UVP, wird sich aber in nächster Zeit ändern. Dann kommen wir zum Pop-Up-Book 21315, kam raus am 11.2018 mit 869 Teilen, 69,99 war die UVP. Jetzt bekommt man das etwas teurer, vielleicht
wenn man Glück hat, unter UVP, wenn man Pech hat, drüber. Also die Preise schwanken zwischen 60 und 80 Euro bei eBay. Wie gesagt, ist auch erst vor kurzem weggegangen. Dann 21.316, das gibt sogar noch auf Lego, glaube ich. Das Set Nummer 24, der Flintstones, also die Feuersteins, kam raus am 2.2019 mit 748 Teilen, 59,99 und ja, war die UVP. Und jetzt gibt es das auch noch für UVP oder sogar drunter bei eBay, weil es wie gesagt noch am Markt ist. So, meine Freunde, kommen wir zu den letzten 5 Artikeln. Grundsätzlich habe ich euch alles in die Infobox gepackt. Wir versuchen auch an jedes Ideaset zu kommen. Ein paar fehlen uns noch. Die meisten haben wir bereits in unserem Sortiment. Einfach nur so, damit wir alle haben, sollte man haben. Als Lego-Sammler, als Lego-Reseller. Wie gesagt, ich sammle auch gerne. Und deswegen, wir haben alle, bis auf ein paar kleine, das aus Japan zum Beispiel, haben wir nicht. Sollte es jemand haben und uns zur Verfügung stellen, liebend gerne, meine Freunde. Dann, jetzt kommen wir zum Platz oder zur Nummer 25. Steamboat Willie, 21.317, kam raus am 4.2019 mit 751 Teilen. UVP 89,99, ein richtig cooles Set, ein richtig cooles Mickey Mouse Disney Set, richtig richtig nice. Jetzt schon um 10 Euro gestiegen, obwohl es noch am Markt ist. Also bei eBay wird es ca. für 99,99 verkauft. Klare Kaufempfehlung, kann man sich ins Portfolio legen. Wie gesagt, unten habe ich euch alles verlinkt. Jedes einzelne ID-Set, wo es zum Kaufen gibt, habe ich euch verlinkt. Also eigentlich jedes. Aber manche sind halt überteuert, weil es, wie gesagt, das japanische 600 Euro ist schon eine heftige Geschichte. Trotzdem habe ich es euch verlinkt, damit ihr es ansehen könnt. Dann Nummer 26, 21, 318, das Baumhaus, am 8.2019 rausgekommen, 3036 Teile, also ein sehr, sehr großes Set, 199,99. Auf eBay wird das sogar um 10 Euro billiger verkauft, also 10 Euro unter UVP. Würde ich auch nicht zum UVP kaufen, ich würde warten, bis es End of Life geht, kurz davor, und dann kaufen, das wisst ihr natürlich. Nummer 27 wäre dann die 21, 319 Central Perk. Kam am 9.2019 raus mit 1070 Teilen zu 69,99, gibt es jetzt auch um 59 Euro bei eBay, also auch unter UVP. Grundsätzlich gibt es gerade eine Osteraktion bei Lego, wo man wieder das Osterei bekommt plus ein Polybag. Da kann man sich so ein Set deutlich günstiger organisieren, also deutlich unter UVP. Wie gesagt, nach Abzügen, dann, wenn man das Osterei verkauft, dann zieht man den Preis ab natürlich und dann kommt man drunter. Nummer 28, 21, 320, Dinosaurierfossilien, am 11.2019 kam das Set raus, hat 910 Teile, kostet UVP 59,99, bei eBay bekommt man jetzt sogar 69,99 dafür, obwohl es bei Lego noch verfügbar ist. Verstehe ich zwar nicht, wer das dann bei eBay kauft, aber ja, wie gesagt, bringt sich auch noch gar nichts jetzt dazu zu schlagen, genauso wie bei der ISS, 21.321, ist Platz Nummer 29 natürlich, kam am 2.2020 raus, also ganz ein frisches Set, 864 Teile, 69,99 die UVP, jetzt circa um 79,99 bei eBay. Ich schaue jetzt ganz kurz live sozusagen, ob es bei Lego verfügbar ist. Einen Moment ganz kurz, gehen wir das kurz ein. Dauert ein bisschen, ja, ist noch verfügbar bei Lego, also keine Sorge, braucht man sich nicht jetzt gleich zulegen, ich würde warten, bis es End of Life geht und kurz davor wird man wieder sehr, sehr günstig abstauben können. Und jetzt kommen wir zum 30. Set, das wir halt heute vorgestellt haben, das 21.322 Pirates of the Barracuda Bay, kam raus am 4.2020, am 1.4., also genau vor 9 Tagen, hat 2545 Teile und ja, kostet 199,99 und jetzt wird es bei eBay gerade um 250 Euro verkauft. Also ich sind schon 4 Verkäufe drin, ich habe gerade nachgeschaut. Sogar Teurad um 290, 250, 260, 250, 290. Also ja, deutlich teurer wie der UVP. Wie kann das sein? Ja, ganz klar, jeder will das Schiff jetzt haben. Lego hat eine Lieferverzögerung jetzt drin bis Ende April sogar. Und wir im Member-Bereich haben auch besprochen, ja, kaufen wir das Ding, wie vorhin im letzten Video schon erzählt, wir kaufen das und hoffen auf die Lieferverzögerung, können es dann teurer weiterverkaufen. Ansonsten würde ich das warten, um 199 kaufen, vielleicht mit der Osteraktion kann man machen, oder einfach warten, bis es End of Life geht und dann nochmal billiger abstauben. Zum UVP würde ich es nicht kaufen, nur wenn ein Giveaway dabei ist oder einfach sonst abwarten. So, meine Reseller, das war's jetzt mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ja,
habt jetzt oder wisst jetzt, welche ID-Sets es gab, wie sehr die gestiegen sind. Ihr seht, die Weltraum-Sets sind ein bisschen beliebter wie die ganzen anderen. Man kann sehen, wenn man sich einfach das Video angeschaut hat, dann wird man das Muster auch erkennen. Und ja, wie gesagt, wollte ich euch nur als kleines Tipp mitgeben. Hier, das Piratenschiff ist zurzeit sehr, sehr viel wert, kann aber natürlich wieder sinken, sobald es für alle wieder verfügbar ist und am Ende dann wieder steigen. Ich würde es mir ins Portfolio legen. Alle Links von jedem Set sind drunter. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, da mal einfach reinzuschauen. Vielleicht bekommt ihr auch irgendwo ein Schnäppchen von dem alten Set. Wie gesagt, ich wünsche euch da natürlich sehr, sehr viel Spaß. Folgt mir natürlich auf Instagram, würde mich sehr freuen. Da gibt es nämlich jetzt am Montag, glaube ich, oder Montag oder am Dienstag, ich bin mir noch nicht ganz sicher, eine Verlosung, wo ich ein Lego-Portfolio verlose in Kombination mit Collier, der ein 250 Euro Aktienportfolio verlost. Das bedeutet, das Lego-Portfolio hat 250 Euro, das Aktienportfolio hat 250 Euro und allen Followern, also allen Abonnenten, die mir bei Instagram folgen, wird das dann verlost. Ihr müsst einfach mir und Collier folgen und dann könnt ihr euch aussuchen unter dem Bild, welches Portfolio ihr wollt, entweder das Reselling-Portfolio oder das Aktienportfolio, und dann stellen wir das Ganze gegenüber, welches steigt wie sehr, in welchem Zeitraum. Und ja, ich glaube, das ist eine coole Sache, da hauen wir einfach 500 Euro sozusagen raus an euch, also folgt mir auch bitte auf Instagram. Kommt in die kostenlose Facebook-Gruppe, um mit anderen Resellern zu diskutieren. Natürlich könnt ihr auch in den Mitgliederbereich kommen, wenn ihr Bock habt. Ich habe euch alles unten verlinkt. Natürlich habe ich euch auf Holvis, Helpdesk, alle unsere Partner sozusagen unten verlinkt. Holvis gibt es eine gratis Kreditkarte für alle Reseller. Zum Start ein gratis Konto mit Kreditkarte. Was will man mehr? Finde ich zumindest. Und ja, jetzt genug mit dem Ganzen, meine Freunde. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer René.